Da stehen Zahlen drauf, also ja. Die Summe hätte ich genommen. Ja, 6. Einer mehr. Er mustert die zwei Scheine, die du ihm gegeben hast. Ich drücke ihm noch einen in die Hand. Ich kann sagen, was für einen Nennwert hat der Wechsel? Ist ein Wechselschein wahrscheinlich, oder? Nein, Nein. ein Vierwechselschein. Es gibt vier Wechselschein gibt es wahrscheinlich nicht. Also 1, 5, 10, 20, Ach sowas. so, okay, ja, dann 5. Mustert dich kurz überlegt scheinbar. Mustert dich, du bist Ich strecke kräftig. beide Hände aus. Ja, okay. Er nimmt dann eine Holzschüssel und klatscht Brei hinein. Ordentlich was und reicht es dir tatsächlich. Holz? Ich dachte, hier wird wahrscheinlich eher Plastikschüsseln geben oder Stimmt, Metallschüsseln. Metallnapf tatsächlich, Metallnapf. Gott, wie komme ich? Ich bin noch ein bisschen in Mittelalter-Rollenspielen drin. Metallnapf natürlich, klatscht der voll damit und ja, setz dich, hau rein. Reicht dir auch ein Löffel. Ich lächle ihn mal an, setz mich hin, verrückt dabei die gesamte Bank. Ja, währenddessen reicht er dir auch dann vier Wechsel zurück. Scheinbar ist er sich nicht sicher, ob er von dir verprügelt wird und du vielleicht nur so dumm tust. Ich schaue den Löffel an, lege ihn beiseite, nimm zwei Finger, tauche sie in den Brei und fange damit an zu essen. Würfel mal Körper plus Härte. Okay. Du das erträgst. Körper plus Härte, sagtest du. Ja, genau, ob du Hitze erträgst und Schmerzen. Oder einfach schon so abgestumpft bist. Glaubst du, ich weiß, was Hitze ist? Ja, ohne Probleme löffelst du das Zeug nicht rein, bis dir irgendwie nach zwei, drei Löffeln auffällt, du hast noch Leichensaft an den Fingern. Ja, da ist die Schale aber schon gegessen und ich schüttel nur einmal meinen Arm und mir läuft ein Schauer über den Rücken. Danach bleibe ich einfach da sitzen und schaue zur Wechselstube rüber. Kein Problem. Währenddessen ist natürlich, bist du Erase, wahrscheinlich durch den Hintereingang hinein oder bist du durch den Vordereingang? Ja, während der sich Essen geholt hat und da abgelenkt war, bin ich natürlich durch den Mitarbeitereingang hinten rum rein. Ja, Und habe geguckt, dass mich niemand beobachtet. du siehst, wie der Scanner natürlich, die Linse eingebaut ist auf Gesichtshöhe und sich natürlich nur öffnet, wenn dein Strichcode sichtbar ist. Einmal den Dreck aus dem von der Stirn wischen und die Haare aus dem Weg machen. Ja, da die Schmiere, die du normalerweise drüber schmierst, damit man den nicht sehen kann, wischst du beiseite. Braucht ein bisschen Aufwand tatsächlich, weil die auch nur schwer wasserlöslich ist. Soll ja natürlich nicht beim ersten Schweiß abgehen. Du hörst kurz dieses typische Piepgeräusch, wenn der Scanner sich aktiviert. Dann, wie neben auf der kleinen Bildtafel daneben, wie also der Score angezeigt wird. Und sich dann öffnet die Tür. Geht zum, also ich gehe rein. Die Tür schließt sich hinter dir automatisch wieder und verriegelt. Gehe zum nächsten Terminal und rein Login. Als allererstes wird überprüft, ob es neue Anweisungen gibt. Du hast natürlich keine neuen Anweisungen. Außer natürlich, dass du halt regelmäßig Bericht erstatten solltest. Ja, natürlich. Ich erstatte Bericht und stelle dann eine Eilanfrage. Natürlich nicht an meinen Kontakt, sondern an meinen Boss, ob Tesla-Stäbe verschwunden sind und wenn ja, wie die Ermittlungen dazu stehen oder ob ein Shutter oder ein Fuse in der Sache schon mit drin hängt. Ja, die Antwort lässt natürlich nicht lange auf sich warten. Digitalisierung, hurra! Und du bekommst ein ganz kurzes Dossier zurück. Es sind keine Stäbe verschwunden, tatsächlich. Sollte es tatsächlich aber ein Schocker beteiligt sein, ist das Ganze sehr besorgniserregend, weil man auch tatsächlich keinerlei Informationen über ein eventuelles Attentat auf einen Richter hat. Ob sie natürlich die anlügen, ist eine andere Geschichte. Ja, ich kann jetzt mal davon ausgehen, dass es wahr ist. Okay, ja. Dann schreibe ich also kurzen Zwischenbericht fertig. Präpariere das Aussehen wieder. Und verpiss mich dann wieder. Und gehe frühstücken. Ja, dann treffen wir, glaube ich, alle wieder zusammen. Wahrscheinlich. Ja, wir haben uns sicherlich auch Zeit gelassen, Dr. Johnny und meine Wenigkeit. Haben ein sehr ausgiebiges Essen gehabt und dann können wir wieder mit den anderen beiden zusammentreffen. Ein wenig Wasser, was ausgegeben wurde, hat Dr. Johnny benutzt, um sich erstmal die Hände und das Gesicht sauber zu machen. Vor dem Essen scheint er darauf sehr viel Wert zu legen, sauber zu sein. Und erst dann wieder essen und ja, eben nur, was weiß ich, eine halbe Tasse Wasser haben, weil er eben die andere Hälfte zum Reinigen benutzt hat, lieber.
Ja, ihr könnt gerne essen und euch dann auf den Straßen von Justizian wieder treffen. Ordentlich, was ist los? Leute laufen hin und her. Man hört Leute brüllen, schreien. Das mechanische Rattern von Motoren ist zu hören. Das Surren von elektrischen Dingen und das dauerhafte Berieselung durch die Lautsprecher, die Chronisten überall in der Stadt verteilt haben. Die Chronisten überall in der Stadt verteilt haben. Ordentlich was los in der Stadt. Also, Boss. Mein Kontakt weiß nichts über verschwundene Schockstäbe. Gut. Dann werden wir als erstes die Patrouillen hier von unserem vermissten Richter wieder aufnehmen. Sind Schrotter in der Lage, so etwas wie Schockstäbe zu bauen und das selber zu machen? Schrotter können quasi aus fast allem alles bauen, wenn sie gut genug sind. Das ist eine gute Idee. Vor allem, weil das Schrotterviertel in der Nähe der Route liegt. Allerdings auch die Einflussgebiete des Kartells und die Jehamedaner. Aber wie ich bereits sagte, wem nützt es? Ich stelle mir immer wieder die Frage, was passiert, wenn die Richter und die Jehamedaner miteinander in Konflikt kommen, ein Bürgerkrieg ausbricht. Das, was sich jetzt mittlerweile auch anbahnt. Dann sind die Straßen in Unordnung. Ja, und wieder ein neuer Führer muss dann her. Vor allem kann im Chaos das Kartell viel Nutzen daraus ziehen. Das war zumindest die Überlegung, die ich jetzt daraus hatte. Kurze Erklärung, das Kartell ist ein Schrotterbündnis tatsächlich. Ach so, was sind denn die, die Mafia? Das ist eine Schrottermafia, da hast du recht. Ja, weil ich hatte nämlich überlegt, wir haben ja die Apokalyptiker, genau. Was ist denn mit denen? Die haben das Einflussgebiet ist bei den, das sind die Leichenvögel und die Staubreiter, das sind die Apos. Wo sind die? Die sind auf der, okay. Die sind hauptsächlich im Schmuggel sind sie stark und im Vergnügungsgewerbe sozusagen. Zum Beispiel, das Strandgut zum Beispiel ist das größte Vergnügungsetablissement in der Stadt eigentlich. Nee, okay, ich hatte jetzt eben, also das okay, wenn Kartell halt Mafia ist, das würde den ja auch nutzen, dann. Es ist egal, ob das Abos sind oder Schrotter, aber Hauptsache Mafia, Hauptsache Kartell, Hauptsache Chaos, in denen die dann sich aufbäumen könnten. Das wäre die Überlegung. Wie gesagt, es ist die Jehamedaner, werden irgendwie öffentlichkeitswirksam irgendwelche Köpfe sprengen. Na, und die Richter haben selbst keinen Grund, so etwas so aufzuziehen. Wenn sie wirklich Chaos oder Krieg wollten, in ihren eigenen Reihen, dann hätten sie die Spur noch offensichtlicher gedeckt. Wer ist die Nummer 2 in diesem Land? Welcher Richter? Nach dem Richter kommt der Senat. Dass ein Senator darin verwickelt ist. Das ist bestimmt eine große, angelegte Führungswechselversuch. Wir haben die Hochrichter, wir haben die Senatoren und wir haben den ersten Richter. Ich werde diese Möglichkeit so sehr sie auch gegen den Kodex verstößt, nicht aufschreiben, nicht in mein kleines Büchlein notieren, aber hier oben behalten. Tipp mir gegen den Kopf. Wir sollten das am besten keinem erzählen, sonst sind wir tot. Nein, ganz sicher nicht. Und das gilt auch für euch beide. Ich werde dafür bezahlt, niemandem was zu sagen. Ja, ich weiß. Philipp, hast du das auch verstanden, ja? Was? Es geht hier nicht um irgendwelche Zugehörigkeiten. Es geht hier um die Hauptstadt, Justizian. Und wenn die im Chaos versinkt oder wenn irgendwer gegen jemand anderes intrigiert, dann kann das gesamte Reich fallen. Das muss ich zu bedenken geben. Was hätten die Chronisten davon? Niemand hat etwas davon, außer derjenige, der neue Führer der Stadt wird. Außer Chronisten würden aus irgendeinem Grunde oder andere Fraktionen, Personen würden mit dem neuen, wie sagt man dazu? Oberster Richter? Mit dem neuen obersten Richter, der dann einer werden könnte,
vorher schon kooperieren, um sich eine Machtstellung zu sichern. Gut, das heißt, wir werden jetzt einmal erst die Patrouille abmarschieren. Es könnte sein, dass wir dort jemanden treffen. Ein Opferlamm, sage ich jetzt einfach mal so. Wenn die Theorie von Dr. Johnny stimmen sollte, dann wird das natürlich ziemlich einfach. Wenn wir ein solches Opferlamm dort finden, also ein Schuldigen. Was wollt ihr ablaufen? Den Bereich, wo die Leiche anscheinend hergebracht wurde? Die Straße, die von Ost nach West führt? Besonders in dem Falle, wo er von West nach Ost die Straße hingebracht wurde, zum Müllberg? Oder wollt ihr die Patrouille ablaufen, die von Osten nach Südwesten führt? Wir marschieren auf der... Wir fangen an hier. Wir sind ja hier gerade genau vor der Kaserne der Richter. Hier geht die Straße runter. Der folgen wir. Immer gerade. Der Patrouille selber. Richtig, wir folgen der Patrouille selber. Vielleicht finden wir ja irgendetwas Auffälliges am Rande. Und ansonsten werden wir, wenn wir hier unten angekommen sind, beim Zeltlager der burgischen Schrotter, dann werden wir, ich würde sagen, nach Norden abbiegen und dann in den Gassen zurücklaufen. Schauen wir mal, ob wir was finden. Wie gesagt, wir müssen hier zusammenhalten. Los geht's. Wie Dr. Johnny das Fungizidgewehr schon kampfbereit direkt in beiden Händen hält und deswegen die volle Last spürt. Wir beginnen mit der Patrouille. Von meinem Cousin. Hust. Kein Problem. Ihr lauft diese Strecke ab. Ihr dürft mal Proben auf Empathie und Wahrnehmung würfeln. Kombinationswurf. Ein Erfolg und ein... Wie nennt man das? Eine 6. Ein Trigger. Ein Erfolg und ein Trigger. 3 Erfolge. Ein Trigger. Wieder noch. Ich bin damit beschäftigt, in mein Büchlein zu starren und habe keinen Blick für die Straße. Gut, dann... Erase, du bist der Einzige, der sich dem was auffällt. Ihr lauft diese Straßen entlang tatsächlich. Und hier fallen zwei Gestalten auf, die unter einem Vorlach gekauert dort stehen und wie es aussieht, leise miteinander reden, während sie immer wieder Richtung Straße gucken. Es sind zwei bärtige Männer, die eigentlich fast gleich aussehen. Sehr, sehr gleich aussehen. Und ganz eindeutig hier mit der anderen sind. Während man. Eine Frage, woran erkennt man die Hermedana? Tracht und den Zeichen natürlich, die mit der Religion verbunden sind. Wenn du auf so ein Hermedana, zum Beispiel auf die Badehäuser gehst hier, dann siehst du ja dieses Kultsymbol der Hermedana. Zum Beispiel, das ist immer wieder zu sehen. Die 19, da kann man zum Beispiel das Hermedana-Symbol sehen. Das haben wir zum Beispiel auch. Die beiden Yamedana haben das auch auf den Schilden drauf. Ah, okay. Und allgemein auch vom Stil her erkennt man die Yamedana. Die tragen jetzt natürlich dickere Kleidung. Die laufen nicht mit nacktem Oberkörper rum, dafür ist es dann zu kalt. Chef, da rechts. Was ist mit den beiden? Kommt mir komisch vor. Stehen hier einfach nur so. Als würden sie auf jemanden warten. Ich kann mit diesen Leuten nicht. Ich weiß nicht, wie sieht's denn bei euch wie der Teufel aus mit den Yemadanern? Ich spuck einmal aus. Schlagt euch immer noch die Köpfe ein. Die da oben sagen nein, ich mag sie nicht. Buck, dann sieh mal zu, was du aus ihnen rauskriegst. Mit mir werden sie nicht reden. Was ist sonst zu nennen? Du kannst auch Dr. Johnny mitnehmen. Dr. Johnny scheint direkt schon mit Buck mitlaufen zu wollen, parallel. Sehr gut. Ja, die gucken natürlich auch rüber, ihr seid ja auch nicht so unauffällig als Gruppe jetzt tatsächlich. Ja, wenn sie zu mir rüberschauen, taste ich einmal nach meinem Biedenhändler. Leg ihn mir einmal über die Schulter. Ja, eine gewisse Feindseligkeit ist in ihrem Blick natürlich selbst zu sehen. Ja, als Buck dann näher kommt, mustern sie auch dich. Ja, und das ist auf jeden Fall, sie gucken nicht freundlich. Und der eine macht schon Anstalten aufzustehen und zu gehen, während der andere erstmal nur finster guckt. Guten Morgen, die Herren.
Sie mustern dich, das ist kein guter Morgen. Wieso? Was ist passiert? Ja, der eine beißt sich auf die Lippen, während der andere, der gerade gehen wollte. Komm! Komm, David, wir gehen. Man sieht, wie Dr. Johnny die Molluske einmal sozusagen schwenkt und darauf schaut, ob da irgendwas, ob das Ding irgendwas empfängt hier an ihr. Hast du das auf dem Spreizer drauf oder halt trägst du das? Nö, das hat er jetzt sozusagen so einzeln in der Hand gerade. Ja, es sieht ein bisschen seltsam aus, wie er dieses Glas mit diesem Muskel hin und her schwenkt, aber der Muskel zuckt tatsächlich nicht. Gehen die jetzt weg? Oder? Ja, die würden jetzt gehen tatsächlich. Entschuldigen, warten Sie kurz. Ja, der eine guckt immer, was ist. Es ist wichtig. Ich versuche zu verhindern, dass sie alle draufgehen. Und wer bist du? Ich werde dafür bezahlt, zu verhindern, dass alle draufgehen. Komm, wir gehen jetzt. David. Ihr geblieben. Also, schon zu viel gesagt. Würfel mal dominieren. Dr. Johnny möchte jetzt auch noch einschreiten. Komm zurück, ich muss gucken, ob ihr versport seid. Dann darf einer, also dürft ihr beide dominieren würfeln, müsst euch nur aussuchen, wer hauptdominiert und wer nebendominiert sozusagen. Ja, ich möchte ganz gerne, dass sie herkommen. Ich würde ganz gerne die Hauptdominierung dabei versuchen, indem ich da eben jetzt laut und mit kräftiger Stimme etwas aggressiver eben agiert habe. Ups. 5 Erfolge, 3 Trigger. 2 Erfolge. Ich muss es kurz überlegen, wie ist das mit dem... Gibst du die Trigger weiter oder wie ist so ein Doppelwurf zu sehen? Auch man gibt die Trigger weiter. Das kann ich aber jetzt im Hintergrund nochmal nachgucken. Also ist auf jeden Fall geschafft bei dem Mist. Ja, ich glaube auch. Wir gucken mir am besten das mal kurz nach. Aber 3 Trigger, ist das böse. Ja, du siehst, wie der eine Typ, also beide praktisch festfrieren. Erase, dir läuft das eiskalt den Rücken herunter. Also eine spürbare Kälte ist fast von Dr. Johnny ausgehend zu spüren. Irgendwas Fremdartiges, irgendetwas, was dir richtig Angst macht, als hätte er jegliche Menschlichkeit aus seiner Stimme verbannt. Kalt wie ein Skalpell das Fleisch zerteilt. Die beiden bleiben wie festgewurzelt stehen und drehen sich um, synchron, mustern den Spitalier. Herkommen. Langsam nähern sie sich dir. Man erkennt, wie er jetzt hier sozusagen, um das Eis zu brechen, wenn man das überhaupt so nennen kann, das Fungizidgewehr an dem Rucksack wieder einhängt. Das scheint sie nicht wirklich zu beruhigen. Auch dir fällt das natürlich auf, Erase. Es ist nicht das Gewehr, das die Leute beunruhigt. Es ist eher die ganze Art, wie er sich verhält. Es ist einfach nur verstörend. Beantwortet jetzt endlich seine Fragen, währenddessen ich hier meine Arbeit mache und schaue, ob noch Dinge abgeschnitten oder verbrannt werden müssen. Stiller. Wir nehmen keinen Burn, kommt zum einen. Der Prophet würde das nicht gutheißen. Was der Prophet sagt, ist mir jetzt in erster Linie egal. Ich will nur... Dr. Johnny umrundet die beiden ein wenig, um sie noch nervöser zu machen und gleichzeitig Erase sozusagen den Vortritt zu lassen beim Gespräch. Ich möchte nur, dass wir alle hier nicht draufgehen in dieser Stadt. Also, ihr seid beunruhigt aus, schon bevor wir hier aufgetaucht sind. Was ist los? Warum seid ihr hier? Sie haben da eine Viertel, sind ganz normal hier. Also, was ist los? Obwohl, es ist neutrales Gebiet tatsächlich. Sie gucken dich kurz an. Nichts ist passiert. Wir sind zufällig hier. Wir sind auch erst ganz kurzem hier. Nicht seit heute Nacht erst. Der eine stupst den anderen wieder mit dem Rippen. Ach, sei ruhig! Also, was war denn heute Nacht, dass ihr heute... Wart ihr heute Nacht nicht hier, so wie ihr das betont? Gar nichts war. Gar nichts. Würde man eine Empathie berufen? Mich würde mal interessieren, ob wir beobachtet werden, während das Gespräch da gerade geführt wird. Vielleicht auch von anderen Richtern. Tatsächlich im Augenblick nicht, aber du siehst auf jeden Fall eine große Patrouille, wie sie diese Straße entlang laufen gerade.
Die kommt auch langsam eurer Nähe, es ist ein halbes Dutzend sind das. Und die haben auch ihre Gewehre tatsächlich geschultert, sodass sie jederzeit schnell hervorbringen können. Also die Stimmung hier ist echt sehr angespannt. Die Fenster übrigens zum Jehamedana-Viertel hinter euch zu sehen, die sind alle zu. Alle zugezogen, alle ja, verbarrikadiert sozusagen. Die Stimmung ist echt nicht gut. Also weshalb wart ihr heute Nacht nicht hier? Ja, der blickt jetzt ein, huscht immer wieder nervös in Richtung einen der Gassen da. Wenn ihr weglauft, dann schlage ich euch. Übrigens kurz verschieben, ich muss die Gasse kurz verschieben. Gar kein Problem. Wenn ihr weglauft, dann schlage ich euch zusammen und frage danach nochmal. Aber nicht so freundlich wie jetzt. Ja, sie mustern dich, aber scheinbar, also die physische Gewalt scheint ihnen wenig Angst zu machen. Für irgendwas anderem haben sie tatsächlich noch mehr Angst. Irgendwas muss in dieser Gasse sein, was ihn nervös macht. Was ist hinter euch? Nichts. Ja, verarschen kann ich mich selber. Standen die da so vor, dass sie es bewachen als Wachposten? Sie hatten es auf jeden Fall im Blick. Da hinten ist also nichts. Er schüttelt den Kopf. Also nein, also ist da doch etwas. Da ist nichts. Nein, gar nichts. Ist das etwas, was mit Versporung zu tun hat? Die beiden schütteln synchron wieder die Köpfe. Scheinbar macht ihr ihnen wirklich Angst. Man erkennt einige fast schon spastische Zuckungen im Gesicht des Arztes, der irgendwie anscheinend immer aufgeregter wurde, so häufiger das Wort Versporung. Du musst es oft genug sagen. Dann wird's auch wahr. Also. Ich weiß, dass da hinten etwas ist. Warum guckst du nicht einfach nach? Das sag ich nicht. Das sagen die natürlich nicht, aber ich will dir nur gesagt haben, die stehen dir nicht im Weg. Ich sag das doch nicht, ich will das von denen hören. Es geht ums Prinzip. Die beiden gucken dich an, die werden nichts sagen. Die haben für irgendwas mehr Angst als vor euch. Und ihr werdet die auch spontan nicht so eingeschüchtert kriegen, als dass sie euch was verraten. Man kann nicht alles spontan aus Leuten rausfieren, sozusagen. Allein, dass die beiden jetzt hier stehen wie festgefroren, wie Mäuse von der Schlange hypnotisiert, ist eigentlich schon ein riesiger Erfolg für euch. Die beiden sehen jetzt nicht aus, als wären es Angsthasen. Dr. Johnny scheint mal wieder überhaupt nichts verstanden zu haben. Schaut Eraser, können wir jetzt gehen? Also, die haben vor irgendetwas tierisch Angst. Lassen wir sie laufen, lassen wir sie laufen, sie wissen nichts. Steck die Waffen weg, die Richter kommen. Gut, dann gehen wir jetzt die Gasse runter. Bleib hier. Lass sie laufen. Ja, Chef. Ihr könnt gehen. Ja, die beiden laufen. Also, die rennen nicht davon, aber sie laufen doch recht schnell. Sie sind ein gutes Stück schon gelaufen, als ihr seht, wie ein anderer Mann aus einer Gasse kommt, sie aus sich abfängt und die schnell auf ihn einreden und er auch in eure Richtung guckt mehrfach. Du wartest. Ja, sein Blick geht husch zwischen euch und dieser Gasse hin und her. Ich markiere kurz mal die Gasse. Wo ist meine? Ich nehme das in meine Farbe. Ich nehme dafür mal rot, ist dunkelrot. Und zwar genau diese Gasse. Da guckt er hin. Ich schiebe euch mal ein bisschen zurück übrigens, damit das Sinn macht. Andere Richtung. Dahin. Der Kreuzung direkt ist das fast. Bewegen sie sich oder bleiben sie stehen? Gehen sie dahin? Laufen die weg? Die gucken zu euch, also die belauern euch jetzt. Also die beiden nicht, aber er, der neu hinzugekommene, der Mann mit den schönen Gesichtsverzierungen. Okay, und die Gasse ist jetzt safe für uns. Das heißt, wir wissen, dass das da ist. Gut, dann würde ich einfach mal so ein bisschen Erase mitziehen, so im Rockzipfel nach dem Motto, wir gehen jetzt von dieser Hauptstraße, wo wir einsehbar sind, gehen wir jetzt einfach mal an diese Ecke ran. Und dann können wir da stehen bleiben. Also 10 Meter weiter und stehen bleiben. Die Richterpatrouille läuft währenddessen an euch vorbei. Einer der Richter grüßt dich noch. Oh, ich tippe mir auch noch einen Schlapphut. Und dann gehen auf jeden Fall weiter an dir vorbei. Ja, wenn sie dann vorbei sind, dann können wir die 10 Meter wieder zurückgehen und mal um die Ecke linsen, schauen, ob die sich bewegt haben und auch, ob was in der Gasse jetzt ist.
Die Gastfläche ist nicht einsehbar, also nicht komplett einsehbar. Ihr könnt da so kurz reingucken. Ihr seht auf jeden Fall ein paar Stoffe da, wie es aus vor Fensterläden gespannt sind. Ansonsten Müll, der auf dem Boden liegt. Was ist mit den beiden? David, die Benjamin? Die sind immer noch da, die reden gerade miteinander. Haben euch wieder also noch nicht bemerkt, die ihr erneut um die Ecke lugt. Gut, das wollte ich wissen. Also gut. Jetzt können wir uns überlegen, ob wir in diese Gasse wollen. Das ist hier im Adana-Gebiet. Da kann ich nicht ohne weiteres rein. Wir könnten erst. Darfst du natürlich ohne weiteres rein, aber es ist halt gefährlich im Augenblick für dich. Ja, also genau. Wir könnten erstmal reinschauen, bevor wir. Der Wiedertäufer stapft einfach geradewegs drauf los. Ich glaube, ich kann da hinten Versporung riechen. Man sieht, wie man Dr. Johnny schaut Philippus hinterher und grinst böse. Okay, Philippus, kannst du mir kurz zeigen, wo genau du langstammst? Mit dem Pfeil? In die Gasse oder dran vorbei? Das hier ist eine Gasse, die kannst du von hier aus schon betreten, ne? Also ja, von ja, schon. Okay. Du stapfst einfach an der Gasse vorbei. Erstmal ja, auf die nächste zu. Du läufst dann da rein und das wird tatsächlich bemerkt, irgendwie aus einem Gebäude kommt ein Pfiff und du siehst die Erde, die dann entgegenkommt. Die beiden folgen ihm auch im leichten Abstand. Dann komme ich jetzt mal mit. Ja, ich postiere mich auch so, dass ich auf jeden Fall im Zweifel schnell bei Philippus bin, aber und auf jeden Fall hören kann, was gesagt wird. Dr. Jill bleibt da oben an der Ecke und lugt wieder um die Ecke rum, ohne gesehen zu werden, wie davor auch. Hat aber sein Fugitivgewehr in der Hand. Ich gehe mal weiter auf Konfrontationskurs. Mal gucken, was passiert. Bis ungefähr 5 Meter von mir entfernt, dass er die Hand hält. Stopp! Das ist weit genug, Wiedertäufer. Ich gehe noch einen Meter weiter und halt dann an. Er mustert dich. Das ist nicht dein Gebiet. Wir haben keinen Streit. Er nickt. Das soll so bleiben, deswegen geh. Warum? Du hast hier nichts verloren. Weißt du doch nicht. Er mustert dich kurz. Warum bist du hier? Du musst da durch. Du musst hier nicht durch. Such meine Kumpels. Die sind nicht hier. Vielleicht doch. Hast du sie gesehen? Ja, er winkt einen der beiden Burschen hinter ihm ran, flüstert ihn kurz ins Ohr. Ich lasse rumfragen. Hast du sie gesehen? Nein. Dann hast du sie nicht gesehen, dann sind sie da. Geh noch einen Schritt weiter. Stopp!